Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich zeigen, die Erweiterung in Service Pack 2 im Bereich der Elementverlegung zum Thema Vorlagenzeichnung. Im Service Pack 1 wurde ja die Vorlagenzeichnung das erste Mal ausgeliefert. Im ersten Schritt war es so, dass diese mit der Zeichnungsverwaltung noch nicht programmiert worden ist. Das heißt, das ist jetzt mit dem Service Pack 2 nachgeholt worden. Das heißt, was ist die Vorlagenzeichnung? Im Grunde genommen ist es so, dass man sich im Katalog für jede Variante eine Vorlage definiert. Das wäre jetzt für mein gerades Panel die Vorlagenzeichnung. Die ist einfach einmal manuell erzeugt worden. Und dies ist die Vorlage für mein gekröpftes Panel. Die Vorlagenzeichnung geht natürlich nur mit der Elementverlegung. Das heißt, es muss ein Element sein. Diese Elemente können beliebig aufgebaut werden. Das heißt, ich möchte hier einfach mal diese Variante zeigen. Das heißt, das ist von mir eine Variante, die ich erzeugt habe, wo man hier flach und gekröpft auswählen kann und egal in welcher Form. Die linken sind in der gekröpften Variante und die rechten in der flachen Variante. Diese habe ich hier bereits erzeugt und ich möchte hier ja auf das Thema der Zeichnung eingehen. Das heißt, ich muss im Grunde genommen hier natürlich als erstes meine Positionsnummern definieren. Das heißt, ich wähle hier meine Positionsnummern aus, wie sie erzeugt werden. Und jetzt ist so, dass diese auch mit der Zeichnungsverwaltung funktionieren. Das heißt, über den Knopf der Zeichnungsaktualisierung werden mir hier die jeweiligen Zeichnungen anhand der Vorlagenzeichnung erzeugt. Das heißt, ich habe hier meine vier Fassadenpaneele oder Glaspaneele und es geht ja hier hauptsächlich mal um diese Teile. Ich möchte diese Zeichnungen erzeugen und jetzt nimmt HiCard mir diese Zeichnungen her, tauscht diese in der Variante aus, aktualisiert die Maße und somit ist der Anteil der Nachbearbeitung der Werkstättenzeichnung natürlich um ein Vielfaches geringer, als wie wenn ich diese Zeichnungen jedes Mal von Hand machen muss. Dies bringt natürlich einen erheblichen Mehrwert und einen Geschwindigkeitszuwachs in der Werkstättenzeichnung in diesem Bereich. Man sieht auch, dass hier egal in welcher Ausprägung diese Paneele sind, jede Zeichnung immer sofort aktuell ist. Das heißt, diese wurden natürlich jetzt auch in der Elementverlegung in Helis eingetragen. Kann ich hier zum Beispiel dann auch öffnen und sehe sofort hier, dass hier meine Werkstättenzeichnungen auf den aktuellen Stand des Modells ist.